Die Kinder treffe ich, pass auf. Alle in einer Reihe! Und einmal. Exekution! Du bist aber gemein, die armen Kinder, du bist echt makaber. Heute geht's mir zu gut. Ich merk das schon, du hast den Vibrator zu tief reingeschoben. Nein, ich habe die finstere Seite in mir entdeckt. Ach so. Du kannst mich Sephlord nennen. Okay. Ach, das war das andere Game. Ja. Ich kann dich Seitans Mund nennen. Seitans Mund, oh ja, genau, ich bin so wunderhübsch. Ja. Ich will lieber ein Auge sein, die sind stärker. Na dann. Dann kann ich dich tot lasern. Hehe. Dann hab ich den Hitzeblick. Dann hab ich so ein Sonnenbrillenmonokel auf. Das hätte sie dann aber dann. Und sehen, was Leutnant Francis macht. Wenn es dort so ist wie hier, braucht er Hilfe. Kommt, wir gehen. Francis! Wir müssen Francis helfen. Ja. Ist er nicht in Kanada oder so? Oder in Norwegen? Oder irgendwo am Ende der Welt? Wir müssen erstmal ins Spital. Ins Spital. Ins Spital müssen wir. In das Hosenspital. Nein, nicht Hosen, nein. Hallo Francis, what's up, my friend? Wie kann ich helfen? Gar nicht. Wir konnten alle Leute evakuieren, haben aber noch keine... Boom! Yeah, whoa! Oh yeah, und geil, er ist nicht weggeflogen. Video. Video. Francis, sagt mir, dass alle rechtzeitig rausgekommen sind. Nein, tut mir leid. Wir konnten einige wegbringen, aber es waren noch welche drinnen, als es hochging. Ich will sofort die Zahlen der Toten und Verletzten. Habt ihr die Brandstifter gefasst? Wir haben sie nicht mal gesehen. Ich muss nicht. Wir hatten mehr Glück beim Waisenhaus. Ted Rübennase wird niemandem mehr irgendwelchen Ärger machen. Nö, es ist verbrannt. Das reicht nicht. Man erwartet mehr von uns. Das ist Ted. Das reicht nicht. Ja, ja, er ist das reicht nicht. Sparen wir uns eine genaue später auf. Das reicht nicht. Wie auch die Faust geballt hat. Das reicht nicht. An allen Tatorten auf, aber immer zu spät. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Erholt euch und dann kommt in meine Dienststube. Ach, der braucht keine Erholung. Nee, das ist... Ingenieure brauchen was nicht. Dreht ihm ordentlich in den Hintern, dann macht er schon. Apropos Hintern, ich krieg eine neue Hose. Hast du die andere schon durchgebrannt? Ja, wahrscheinlich. Ist die feuerresistenter. Hoffentlich. Du darfst halt nicht immer den Spiritus mit trinken. Genau. Leicht entzündlich. Ja, genau. So weit kommt's auch noch. Reparaturen. Was? Partei. Ist die Partei da? Wir machen heute Partei. Ach, du bist hingerannt. Achso, okay. Was ist los? Ja, ich konnte mal nicht. Warum nicht? Weil ich noch im Ladebildschirm bin. Ach so. Wie, du bist noch im Ladebildschirm. So. Ja? Ja. Ja. Oh, eine vornehme Gruppe. Brand. Ja. Komm hier rein. Oh, alles klar. Hallo, wir sind's. What's up? What's up? Brother. Er schaut doch wunderbar aus für eine Party, findest du nicht? Ja, total. Er sieht aus, als wenn er gerade von einer kommt. Ja. Genau. Du bist fertig mit den Nerven. Wetten verloren, ne? Ja, ordentlich viele Wetten. Du hättest eigentlich ein Norn sein müssen. Ja, ein bisschen. Was sie später bereuen. Zweitens, sprecht nicht nur mit Edelleuten. Bedienstete und Wachen. Ja, mit Edelleuten, die rennen alle vor dir weg. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, sagen sie so, oh Gott, ist der hässlich. Hier, die sagen, bezauber die Massen, meine Augen. Ja. Meine und gehen zu Knie. Genau. So, ich hab gerade hier diese Stimmung. Also Leute, ich mache erstmal ordentlich, mir ist jetzt kalt. Also ja, das geht so nicht. Wir müssen die Luft aber austauschen, wir sind hier das Reinigungskommando. Und Tieferbekämpfung. Achso, ich kann ja nichts machen, gut. Also deshalb renne ich hier ja rum und verbrenne so ein bisschen. Ja, ich komm mit dir, ich kann hier eh nichts machen. Wir sind die Schädlingsbekämpfer. Ah, hier Schädlinge. Da, hier Schädlinge. Ganz überall. Viele Schädlinge. Tisch mit Erfrischung, komm, wir können uns eine Erfrischung gönnen.
Warte mal, ablegen. Trink mal so ordentlich. Wie, ich kann da nicht mit interagieren. Ich tanze jetzt auf den Tisch. Dann mache ich mit. Oh Mann, ist das bescheuert. Wir sind hier die Kakerlaken-Zertreter. Wir sind die Party-Crasher. Hey, wir könnten Wein machen, müssen wir bloß noch... Yeah! Oh yeah, ich springe nicht, sondern ich schieße mich überall hin. Ja. Hat irgendjemand verstanden, Was? Ich verstehe gar nichts. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ach so, ja, du musst halt jetzt drei Beweise suchen. Du musst erstmal hier mit dem Dings hier reden, mit dem Fahren, glaube ich. Sprich mal mit dem Fahren hier. Mit deinem Kumpel. Genau, Fahren Urlaub. Ja. Hab ich auch dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Juhu. So ist es. Jetzt werfen wir ein paar Granaten. Ich glaube, mit dem Koch muss man dann auch irgendwie reden. Ja, der Koch sagt ihm auch was. Ja. Der Koch. Boom. Der Koch ist hier hinten, Bro. Der ist hier drin. Ah. Ich mach den mal Feuer, genau. Ich mach grad den Ofen an. Ich bahne einen Weg zum Ofen. Nö, irgendwie. Ja, du musst irgendwas für den erledigen. Ja. Meine Fertigkeiten fordern Jahre der Übung. Das ist einer der wenigen Momente, wo man lesen muss. Ja. Lesen ist sowas, was man mit den Augen macht. Sehr nützlich. Das sind diese ganzen Zeichen da, die kann man lesen, die kann man zusammenfügen und dann entstehen Wörter. Ja. Ich bin jetzt Medic. Ich bin Medic. Fire in the hole! Gegengift fallen lassen. Aufputschmittel fallen lassen. Cool. Ich mache jetzt mal einen auf Granatenwerfer. Fire in the hole! Fire in the hole! Sich selbst zu verarzten. Fire in the hole! Machst du Granatwerfer? Ich mach einen auf Medic. Das kann ich auch. Ui. Und den auch noch. Das lief besser, als ich dachte. Willst du was von mir? Was ist von dir? Ob du was von mir willst? Keine Ahnung. Ah ja, genau das. So muss man drüber springen. Ich leg mich mal ins Feuer. Mach das. Chill dir. Oh, bei mir dreht sich alles, das war eine zu harte Party. Medic! We need a medic here! Boah! What's up? What's up? Komm, ich mach die Mädel mal hier ein bisschen das Essen heiß. Mach mal was ganz anderes heiß hier. Ist klar. Warte mal, ich muss was ausprobieren. Was denn? Wenn ich mich jetzt schlafen leg. Macht sie dann mit? Na, dann kann ich hier unter den Rock schauen. Jetzt bist du langsam. Die rennt mit Absicht davon! Nein! Nein, nein, pass auf, ich krieg das doch hin. Ich will das sehen, ja. Nein! Bleib doch mal stehen! Warte. Sie ist jetzt sogar weg. Ich will wieder quatschen. Ah ja, so ist gut. Geklappt. Ich habe gar kein Höschen gesehen. Interessant. Aha. Wahrscheinlich habe ich das schon verbrannt oder so.
Ja, wir sind gut. Wir haben ihr Klamotten weggebrannt. Ja, wir haben den Rock. Wir brennen uns von außen nach innen durch. Was hat die gerade gesagt? Habt ihr Lust auf irgendwas? Ja klar, wir Lust, immer Lust. Wir sind. Komm. Schau, jetzt geht's in die privaten Gemächer. Ja genau, ui, da können wir hin. Schau, echt so aus, Mann. Alter, wir kranke Gedanken. Schneller! Also, Bro, kannst du irgendwas hier oben, kannst auch, irgendwas machen. Mit den Wachen zum Beispiel quatschen oder so, glaube ich. Genau, schneller. Wie hot. Sind überall Leute, überall Zeugen. Oh nein, also das wird mir zu heiß. Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Ja, du kannst mir was zu trinken anbieten. Aber immer gerne doch. Ja, willkommen. Guck hier, ich glaube von hier sonst das wir Haus. Wir würden dir gerne helfen, aber leider können wir nichts machen hier. Oh cool, was ist denn da? Das ist ein Loch. Kann ich da unten auch mein Feuer machen? Ach nein, wir sind zu weit oben, schade. Ihr kommt nicht vorbei! Genau. So. Noch Fragen? Oh, hier ist dein Bett. Oh Mann, hier kann ich nicht rein, das ist zu klein. Da passt doch keiner rein! Echt mal. Dann schlafe ich halt drauf. So. Party. Wenn man dicht ist, kommt schläft man überall. Genau. Wir chillen auf dem Bett, nicht im Bett. Ja, weil das Bett zu klein ist. Ja. Das sieht eigentlich schon voll geil aus. Das sieht irgendwie lustig aus, ja. Wenigstens sind wir durch so ein Nöppel hier getrennt. Ja, immerhin, dann passiert wenigstens nichts. Genau. Also uns zufällig anzünden oder so. Genau. Könnte ja passieren, ne? Ja. Oh, jetzt auch noch eine brennende Grenze. Ui, was ist das? Ein Video. Video. Deo. Hier, euer Getränk. Für Außenstehende bin ich nur freundlich zu euch und ihr seid eine dankbare Wache. Jetzt sprecht ganz offen. Einbrüche und Entführungen häufen sich, aber wir tun nichts dagegen. Tja. Die Wache ist nie da, wo sie am meisten gebraucht wird. So muss das nicht sein. Das Getränk sollte eure Zunge lösen, aber ihr klingt, als hättet ihr noch nicht alles verraten, was ihr wisst. Ich weiß, was ihr in Shaymore getan habt und dass Thackeray auf euch hört. Ha! Was ich euch sagen werde, kann ein Leben kosten. Nur eins? Wir erhalten unsere. Ich glaube, das sei es! Ja, wahrscheinlich. Ob uns jemand wegschickt, damit die Banditen ungestört sind. Glaubt ihr, es gibt eine engere Verbindung? Jemand. Nein. Der Materialwache, der mit den Banditen. Keine Sorge, er wird eine Urnenbestattung bekommen von uns. Genau, wir verbrennen ihn. Viele kommen von Minister Zamon persönlich. Eigentlich könnte man das als Nebengeschäft machen, weil als Ghostbuster Bestatter. Als Ghost machst du da zusätzlich Bestatter. Genau. Das passt zum Beruf. Genau. Ghostbusters Leben Beendungs- und Bestattungs GmbH. Ja. Mann. Du hast ja schon 2 von 3 Beweise gefunden. So ein Riesenkopf hier. Aber der Koch hilft nicht weiter. Ich glaube, das ist erst, wenn du die Beweise gefunden hast. Sie hat den ganzen Saal in ihren Baum geschlagen. Hm? Ich mit der Fürstin mit der Gräfin schon gequatscht? Oh, hab euch gar nicht gesehen. Oder mit der Gräfin oder Gräfin Anis? Keine Ahnung. Wo ist die Olle denn? Die lief ja vorhin mal rum, glaube ich. Da ist sie! Die will mir jetzt zu allen Leuten irgendwas erzählen. Na dann, erfahren wir da irgendwas, oder?
Wie war das nochmal? Das war voll doof. Hast du euch mit Minister Wie gequatscht? Ja. Ha, da ist ja der Wie. Hallo Wie. Ja, auch schon. Ja, im Koch sind da zu viele Wachen hier. Aber mit dem Typen oben habe ich auch schon geredet, mit den Wachen. Wo ist der Fehler? Tadang! Ich habe keine Ahnung. Hast du mit der Süßen hier gequatscht? Mit der Baronin Yolanda? Alter, hat die da ihren Büstenhalter außerhalb ihrer Klamotten? Ui. Hallöchen. Ja, da haben wir uns noch nicht getroffen, ha? Mit dieser Ische habe ich auch schon geredet. Alter, so Ausdrücke drauf. Schau mal, was ich kann. Ja. Mach ich jetzt dein Balztanz-Tools. Guck mal, das kann ich auch noch. Guck mal, die wird schon ganz heiß. Und das hier kann ich auch. Boah. Ja, interessant, gell? Du stehst mit deinem Bein zwischen ihren Beinen. Ich weiß. Hat die Strapse an? Natürlich. Du bist unfähig. Da mit den Rock zu schauen. Ich krieg das schon noch hin. Na, Tools, du bist ein Stück weit vorne. Uns sind gute Aussichten. So. Ich kann dir auf dem Gesicht rumspringen. Ups. Ich war immer noch ein Stückchen, warte.